Willkommen bei Pflanzen vs. Zombies 2. In der letzten Folge, da haben wir den Goldblütenauftrag weitergemacht und ich würde sagen, machen wir jetzt auch. Ganz einfach. Ich möchte diese Pflanze erstmal freischalten, damit wir uns den Rest des Spiels ein bisschen einfacher machen. Verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Ei. So, was haben wir denn da alles? Wir haben den Zauberer-Zombie. Ach, hier könnten wir auf jeden Fall... Hier brauchen wir eigentlich definitiv was, was irgendwo Feuer hat. Was wir außer ihm hier nicht besitzen. Und er würde da auch nicht so viel bringen, glaube ich. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Das ist echt nicht so gut gerade. Soll ich ihn überhaupt benutzen, ist die Frage. Bringt er mir da so viel? Ich glaube nicht. Das ist natürlich jetzt irgendwie schon ziemlich kacke. Weil die schmeißen die ganze Zeit mit... Schneebällen, die meine Pflanzen nach und nach eineisen, und wir brauchen halt irgendwie eine Feuerpflanze, damit die nebenbei warm gehalten werden. Ich hätte mir doch die Feuererbsenkanone holen sollen. Jetzt so im Nachhinein erscheint es irgendwo logisch. Ach so, ja, Eis bringt ja hier auch nicht so viel. Stimmt. Eis ist hier auch nicht ganz so optimal. Weil die ja ziemlich eisresistent sind sogar. Also resistent nicht, aber die halten halt... Die werden durch Eis nicht so verlangsamt. Oder nicht so extrem. Wie die Zombies in den normalen Welten. Ich hätte ihn direkt da planten sollen. So, wenigstens den haben wir erstmal. So. So. Ich wollte gerade sagen, der kriegt dann wenigstens Schaden, aber ja. Der wird ja nicht direkt richtig eingefroren. Ich habe es doch gerade erklärt. Oder sind das hier einfach nur quasi die Eimer-Zombies der Eiswelt? Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Ach ja, übrigens, durch diese Teils, diese komischen Hände, werden die Zombies, nicht meine Pflanzen, einfach auf eine andere Ebene geschoben. Okay, die hier sind recht nervig, diese Zauberer-Zombies. Das ist nicht sonderlich schön, dass die da jetzt da sind. Und wir brauchen hier definitiv was. Damit die gerade nicht darüber rennen und die hier auch nicht, bitte. Oh, das gibt's doch nicht! Ich muss die Zauberer loswerden. Bäm, Kirsche weg. Dankeschön. Oh oh. Bäm, 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 bäm. Weg, 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 weg. Einfach weg mit euch. So. Dass überall die Gräber sind, ist... Genau, doch hier. Die hier sind das. Ah, Mist. Ich hätte doch irgendwie meinen Dingens mitnehmen sollen, wahrscheinlich. Mein Drachenpflänzchen. So wird es jetzt ziemlich schwierig, wegen den eingefrorenen Pflanzen. Na gut, wir können mit den Kirschbomben die dann auftauen, aber trotzdem... Sind auch nicht das alleroptimalste, wie man gerade sieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben hier irgendwie, das sind zu viele Zombies, das wird nichts.
Die Walnüsse laden irgendwie zu wenig nach. Die sind zu langsam. Mit Nachladen. Wenn ich da jetzt... Ich krieg keine Sonne mehr rein, außer durch das, was runterdroppt. Das ist nicht optimal. Das ist nicht gut. Ich brauche mehr Sonne. Genau dafür. Bäm, Kirsche weg. Danke. Honolulu, Hawaii. Meine Güte. Eine riesige Welle. Ja, ja. Ah, nee. Nicht noch mehr Magier-Zombies. Und ja, meine anderen Pflanzen können auch die eingefrorenen wieder aufschießen. Das funktioniert. Sowas gibt es. Weißt du was? Hier, bevor du mir noch mehr kaputt machst, Magier, geh einfach drauf. In dem Special wollte ich gerade sagen, solltest du mehr als genug Schaden davon tragen. Nee, ich sollte die Zauberer kaputt machen und ich habe keinen Platz. Bäm, Kirsche weg. Jedenfalls ein paar sind kaputt gegangen, aber nicht alle. Aber ich würde jetzt gerne die Fähigkeit haben, mein Rasenmäher einfach anzumachen. Das habe ich aber noch nicht freigeschalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die Walnuss. Bitte, halt noch 2 Sekunden durch. Oder vielleicht ein bisschen länger. Nein! Bäm, Kirsche weg, danke. Jetzt ist in dem Moment gerade ein Grab da gespawnt. Das gibt es doch nicht. Das Spiel ist so ein mieser Lacker. Oh, diese Zauberer! Ach. So, der eine Zauberer, da musste definitiv weg. Dafür hat sich das definitiv gelohnt. Letzte Welle! Und der Gargantua macht mir ein bisschen Angst. Vor allen Dingen, weil ich dem nichts entgegenzusetzen habe. Großartig. Bäm, Kirsche weg. Immerhin das schon mal. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt wirft er da seine Imps und das war's. Ich kann eingefrorene Pflanzen auch nicht... Das ist so gemein! Immer wenn ich gerade da was hinplanten will, kommen da irgendwelche Gräber hin. Hab meinen Cursor gerade schon wieder nicht gesehen. Oh Gott, da oben die Reihe. Ich würde sagen, bäm, Kirsche weg. Oh, der Zauberer da ist noch da. Wollte gerade sagen, schieb den doch einfach nach hinten. Den Gargantua, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der hier fertig ist. Oh, die haben den jetzt so weit nach hinten geschoben, dass der bei den Gräbern ist und die nur die Gräber angreifen. Oh, wie nervig. Ich weiß nicht wie. Gut, wir haben alle unsere Power-Ups verbraucht. Wahrscheinlich so haben wir es geschafft, aber wir haben es hingekriegt. Es ist halt sehr schwierig, einfach mit den paar Pflanzen, die ich bisher nur habe. Ich habe in der anderen Date schon wesentlich mehr Pflanzen, also in meiner privaten Date. Und da war es ein bisschen einfacher. Okay. Oh, das ist ein Conveyor Belt Level. Okay. Kriege ich keine Pflanzen? Ah, wir kriegen die Jalapeno. Und ja, die muss man jedes Mal so aussprechen, wenn man sie benutzt oder wenn sie da ist, generell. Und wir sind wieder in der Moderne. Gucken wir mal, machen wir damit auch automatisch alle Gräber kaputt? Jawohl, dann machen wir erstmal die Grabreihen weg. Um ein bisschen Platz zu schaffen hier. In diesem epischen Auftrag Nummer 4. Wie hier nur das hintere Schild übrig ist.
So. Ich wollte gerade sagen, der sollte ja vorher fertig werden. Ich frage mich ja, was sowas wie die Kirschbombe oder die Jalapeno als Special hätten. Wenn sie denn welche hätten. Aber die haben sie natürlich nicht. Einfach nur, weil man halt nicht schnell genug die Pflanzennahrung darauf hebeln kann. Jalapeno und weg. Ich würde auch hier sagen, Jalapeno. Und auch da, Jalapeno. Auf der unteren Reihe war es vielleicht ein bisschen unnötig. Könnte man sagen. Und da hättet ihr wahrscheinlich auch recht. Aber ich würde sagen, jetzt warten wir erstmal so ein bisschen ab. Lassen erstmal ein paar Zombies aufs Bild. Aufs Bild, ins Bild laufen. Und benutzen die Jalapenos. Nur im allerhöchsten Notfall. Yo. Genau. Oben zum Beispiel. Jalapeno. Alles kaputt. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Ja, ja. Du und deine riesigen Wellenspiel nach Jalapeno. Und schon sind deine Wellen nicht mehr da. Das war wohl keine Dauerwelle. Untere Reihe, Jalapeno. Und alles ist weg. Diese Reihe, Jalapeno. Und alles ist weg. Zweite Reihe, Jalapeno. Und alles ist weg. So, jetzt haben wir überall auch Doppel... Duplinatoren, Doppelerbsenkanone, whatever. Jalapeno. Heute zum Sonderangebot. Hier kriegst du auch noch eine. Ja, die Doppelerbsenkanone machen halt jetzt immer 4 Schaden auf jeder Reihe. Und ich denke mal, dass das einfach mal ziemlich ausreichend ist für das, was uns gerade entgegengeworfen wird. Dann haben wir halt noch die Kartoffelminen und dann noch zum Not die Jalapenos. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Und es ist die letzte Welle. Dup, 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 oder so. Ich weiß auch nicht. Manchmal geht's mit mir durch, habe ich das Gefühl. Da, 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 da. Ja, la, Pino. Sehr gut. Oh, oben noch. Hui. Waren es jetzt alle? Oder kommt da noch ganz langsam einer mit so einem Schild ganz hinten? So, wartet! Wartet! Ich bin noch da! Ich habe noch ein Schild! Oh, jetzt werde ich verbrannt. Produziere 3000 Sonnen im dunkelsten Zeitalter aller Zeiten. Okay. Produziere mindestens 3000 Sonnen. Das ist doch mal ein Wort. Okay, Grabfresser ist hier gar nicht so verkehrt. Wir haben hier wieder diese Joestar-Zombies. Das bedeutet, alles, was irgendwie Projektile schießt, ist potenziell erstmal suboptimal. Den würde ich sehr gerne mitnehmen, aber ich glaube, ich sollte vielleicht eher die Kirschbombe vorsichtshalber mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das hier auch als Sonnenproduktion gilt, wenn man die hier aufmacht, oder ob man einfach nur Sonne bekommt. Ah ja, und diese Potions, die machen, ich glaube, die machen Zombies schneller und die machen Zombies größer. Ja, das gilt als Sonnenproduktion. Ja, die Lilane macht Sonnen größer. Stimmt, in den finsteren Mittelalter kriegt man ja keine Sonnendrops. Ah, da hätte ich vielleicht vorher dran denken sollen, bevor ich die Doppelsonnenblume mitgenommen habe. Genau, der hier wird jetzt wahrscheinlich verschnellert. Oder so? Ne, der wird auch einfach nur größer. Doch, der läuft doch auch ein bisschen schneller, oder nicht?
So. Er ist groß, er ist noch größer und wird jetzt noch größer. Heilige Zombie-Armee. Keine Gräber mehr, okay. Doch jetzt, okay. Okay. So, so, so. Genau, jetzt können wir langsam das hier machen. Würde aber trotzdem sagen, bam, Kirsche weg. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Aber ich hoffe, wir überstehen sie. Ja, natürlich! Wie schnell können die denn stellenweise fressen hier? Das gibt's doch gar nicht. Naja, leider gibt's das schon, wie es aussieht. Ach, Mann, ey. Ich glaube, hier können wir mit den Pflanzen, die wir haben, noch nicht so viel ausrichten. Ich habe das Gefühl, dass wir hierfür wirklich auch wenigstens die Sonnenpilze brauchen aus dem finsteren Mittelalter. Wir können es garantiert auch so schaffen. Also garantiert nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir es auch so schaffen können. Es wird nur ziemlich schwierig. Und sieht nicht sehr wahrscheinlich aus. Ja, nee. Bam, Kirsche weg. Und warum auch immer hat es ihn nicht getroffen. Ich dachte eigentlich, der ist in der Range gewesen. Gut, der wird eh da unten kaputt gemacht. Ich brauch mehr Sonne. Das ist das Problem. Und warum auch immer kriege ich hier einfach keine Pflanzennahrung von den Zombies. Ich habe, glaube ich, bisher überhaupt keine einzige Pflanzennahrung bekommen. Ach. Ja, die wird vorher nicht fertig. Ich muss halt auf diesen Umstand mit den Projektilen achten. Das ist immer das Problem. Ja, komm. Neustart, der eine ist durch gewesen. Ich versuche das mal nochmal. Wir können das schaffen. Aber ich darf nicht die Doppelsonnenblumen benutzen. Die Doppelsonnenblumen sind hier nicht optimal. Einfach, weil sie generell selbst schon so viel Sonne kosten. Ich denke so, wenn ich jetzt so ordentlich Sonnenblumen überall hinpflanze, sollten wir das vernünftig hinkriegen. So. Einmal das Grab aufmachen, bitte. So, erster Zombie da oben. So. Ja, der kriegt da irgendwie die Potions einfach mal so direkt vors Gesicht gesetzt hier. So, Sonnenblume. So, Sonnenblume. So, Sonne. Ich sollte die Sonne auch einsammeln. Sonnenblume. So. Bam. Mal den weg. Danke. So. Jetzt fangen wir an, sowas zu planten. Ich kann leider hier diese Potions nicht wegmachen. Und darauf auch nichts pflanzen, soweit mir bekannt ist. Was natürlich ein bisschen suboptimal für unsere Zwecke ist. Ich habe den eigentlich auf dem Grab gepflanzt, aber wenn er das nicht annimmt, warum auch immer du das nicht machst, Spiel, mecker mich nicht an. Nee, nein! Oh, Mann! Das Level nervt mich.
Ach, fuck. Das war jetzt eine Sonnenverschwendung hoch 38. Und ich wünschte, es wäre nur 38 Sonne gewesen. Gut, ein Rasenmäher ist weg, aber das kann man, damit kann man leben. Damit kann man arbeiten. Der hier ist jetzt wieder super schnell. Jetzt ist auch wieder die Frage, warum benutze ich eigentlich keine Walnüsse? Das kann ich mir gerade selbst nicht beantworten, falls die Frage jetzt wieder in den Kommentaren kommt. Ja, das war es wieder mit der Reihe. Bäm, Kirsche weg. Eine riesige Welle von Zombies. Okay, Sonnenproduktion haben wir geschafft. Bin ja auch immer fleißig die Sonnenblumen am Nachpflanzen. Ah, der hier und der dann auch noch verschnellert. Und dann auf einer Reihe, wo ich kein Dingens mehr habe. Kein Rasenmäher mehr. Ja, natürlich fängt er den an zu fressen, den ich gerade geplantet habe. Obwohl der Zombie schon weiter ist. Das ist so ein Beschiss immer. Ach. Ich muss mich dem Level wohl oder übel geschlagen geben. Hut ab, Pflanzen versus Zombies 2. Naja. Dem ist dann halt so und dann würde ich an der Stelle sagen, wär's das mit dieser Folge von Let's Play Pflanzen versus Zombies 2. Dankeschön fürs Zusehen und an der Stelle sage ich dann wie immer, tschüss, bis dann.